ein großes Feld. Da braucht es allenfalls ein wenig Absprache, vor allem mit seinem Nebenmann über die 100 Meter. Ist man eher ein Schnellstarter oder eher ein Langsamstarter? Aber meistens geht das gut. Die Athleten, die kennen sich ja sehr gut. Erste Durchgangszeit etwa 27 Sekunden. Raphael Salm an der Spitze. Und das fällt nun auf der Verfolgung von Raphael Salm. 300 Meter in 41 Sekunden. Er schaut sich um. Ist das Feld dran? Es ist Wittmer auf der Position 2. Guillaume Laurent auf der Position 3. Arnaud Dupré. 54, 55 Sekunden. Also sehr gut angepaced. Das Feld lang gezogen. Kommen zur 500 Meter Marke. Bis hierhin 1,8. Die Durchgangszeit und nun der Job getan für Raphael Salm. Es ist nun Wittmer, der führt. Fabrice Wittmer, Guillaume Laurent. Laurent auf Platz 2 bei 600 Meter durch. Und der Angriff von Guillaume Laurent. Und Arnaud Dupré. Guillaume Laurent vorne, Arnaud Dupré auf der Bahn 1, Laurent auf Bahn 2 ausgeschert, wird attackiert auf der Innenseite und er wird noch überspurtet. Es ist Hummel. Dominik Hummel, ein hervorragendes Rennen gelaufen. Dominik Hummel auf der Zielgeraden, auf den letzten 10 Metern hat der Guillaume Laurent noch abfangen können. Also, tolles Meeting.